Du hast das Problem, dass der Kunde dich anruft und sagt, ich drücke diese Tasten, es passiert nichts, der Automat nimmt die Tasten nicht wahr. Was kann das Problem sein und was ist die Lösung? Ganz einfach. Es kann vorkommen, dass beim Transport oder beim Aufbauen des Automaten bzw. beim Hinstellen des Automaten eventuell sich das Kabel an der Tastatur selbst löst. Im besten Falle ist da so ein Klebeband drum und das bleibt auch dran und es kann nicht herausfallen, aber Klebeband kann sich auch mal lösen oder man macht es beim Aufbauen des Automaten ab, weil man gar nicht weiß, okay, wie wichtig ist denn dieses Klebeband überhaupt? Wenn dieses Klebeband ab ist, kann das Kabel natürlich dann nochmal rausrutschen durch Vibration, Bewegung, sonstiges. Gerade Schublade auf und zugezogen, kann das Ganze rausrutschen und wenn es nur minimal ist, funktioniert unsere Tastatur nicht mehr. Sollte die Tastatur also nicht funktionieren, der Kunde ruft dich an, das Kabel überprüfen. Genauso gut das Kabel entlang gehen, das Kabel sitzt auf unserer Platine an dieser Stelle und auch schauen, sitzt es hier denn richtig? Kabel überprüfen auf Beschädigungen, Knicke, Brüche und dann hingehen, das Kabel wieder ordentlich reinstecken, eventuell herausziehen vollständig und erneut reinstecken und ansonsten tauschen wir dieses Kabel gerne aus. Ich hoffe, wir konnten so gemeinsam das Problem bezüglich deiner Tastatur am Snackautomaten lösen.